Und diesen Test, liebe Leute, hat er mit Bravour bestanden. Sag's ja, es ist immer wieder ein wunderbares Erlebnis, am frühen Morgen wach zu werden und das Druckbett mit herrlichsten Teilen bestückt zu sehen. In einer hervorragenden Qualität, liebe Leute. Das sind hier alle Stützstrukturen, deswegen erkennt man noch nicht, was das sein soll. War mal ein Test. Das ist ein Druck, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ich drucke Teile immer einzeln. Ich wollte ihn jetzt mal einfach nur herausfordern und sehen, inwieweit er denn in der Lage ist, eigentlich an sehr verschiedenen Punkten gleichzeitig, was immer eine sehr große Herausforderung ist, übrigens für Drucker, Teile gleich zu machen. Ja, ich stehe ja so auf den V8 Lego Motor. Leute, das ist ein neues Thema, also beschäftigt mich aber schon länger. Und ihr wisst, dass Lego hat oben immer zum Beispiel diese Kringel, ne? Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Zylinderkopf hier, liebe Leute. Die Köpfe. Sehr anspruchsvoll. Genauso so ein Kolben, den habe ich so ja noch falsch rum ausgedruckt. Ich hätte den mal ausdrucken sollen mit dem Boden nach unten. Nee, habe ich ihn so lang ausgedruckt. Naja, das zeige ich euch gleich im Detail. Tommy muss erstmal wach werden. Aber Wahnsinn. Ich freue mich. Es ist immer wieder eine Freude, Leute. Sein, ja. 1, 2, 3, 6, 7, 8 Zylinder. Aber hier sieht man sehr gut die Druckqualität. Also das hier ist in 0,2. Meine Kolben habe ich in 0,1 gedruckt. Das ist hier so ein Legostein V8 Zylindermotor. Ich weiß nicht, ob ihr da mal bei YouTube geschaut habt, da gibt es ja so richtige Battles. Ne? Früher hatte ich manchmal, wenn ich, also hier habe ich, drucke ich jetzt 8 Zylinderköpfe in einem Stück. Ne? Also auf einmal. Und früher hatte ich das manchmal, dass also dann Unterschied war zwischen rechts und links oder links und rechts oder vorne oder hinten. Ne? Hier kann man schon erkennen und sehen, dass erstens mein Druckbett absolut top eingestellt ist und zweitens der ganze PK8-Rahmen akkurat gebaut worden ist. Ja, also ich habe da wirklich nicht ein Zehntel Millimeter irgendwie was schief gebaut, sondern mit viel Mühe und Glück ein bisschen wahrscheinlich habe ich das genau richtig gemacht.
Und das erkennt man an solchen Sachen. Also wenn er ganz flache Dinge, oder wenn er anfängt zu drucken, dann ist er sowieso alles flach. Und da kann man genau vergleichen, wie ist das hier austariert, ne? Und das sieht hervorragend aus, Leute. Und meine Kolben, die hat er so toll gedruckt, also ich bin begeistert. Die sind nämlich kompliziert von der Form. Diese Lego-Kolben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und der Druckbett habe ich immer noch nicht sauber gemacht, ist total zugeschmattert mit Fett und allem. Und diese Kolben da abzukriegen, obwohl das Fenster draußen sind minus 12 Grad, ja. Ich habe die Dinger nicht so abgekriegt. Musste da wirklich mit Zange ran. Das ist also irrsinnig, was diese Glasplatte für eine Haftung hat. Ich habe die, ich weiß ja nicht, ob ich die in diesem Jahr schon überhaupt mal sauber gemacht habe. Ihr seht da so richtige Patzer drauf auf der Platte. Hier, ich habe ja den ganzen Umbau gemacht mit der Platte und habe die laufenden Meter angefasst. Also unglaublich. Und so eine kleine Mickey Maus Kolben, das war so schwierig, die da runter zu kriegen. Ihr seht das leider nicht, diese Qualität von diesem Kolben, weil der hat so Sicken und Nuten drin. Und das ist also wirklich irre, total irre. Ja, vielleicht sollte man nicht mit dem Handy bewegte. So, hier könnt ihr besser sehen. Liebe Leute, ich versuche es mal hier klar zu kriegen. Ich habe, das sind so anspruchsvolle Teile, Leute. Ich habe die Stützstruktur bei Cura nicht nur aufs Bett runtergehen lassen, sondern auch innerhalb des Teiles. Weil diese Lego-Teile sind so kompliziert, ne? Jetzt habe ich hier auf der rechten Seite immerhin schon aus dem Loch mal die Stützstruktur rausgekriegt. Jetzt muss ich hier oben, weil das geschlitzt ist, diese Stützstrukturen da auch noch rausbrechen, wie auch immer ich das schaffen soll. Ich weiß es nicht. Das Ganze ist in mittlerer Druckqualität, noch nicht mal in hoher, wie man es eigentlich tun sollte. Hier aus dem Viereck, hier drin habe ich sie schon mal rausgebrochen bekommen, auch hier an der Seite. Leute, es ist unfucking fassbar. Das ist hier fluoreszierendes Orange. Ich hätte das lieber ehrlich gesagt mit meinem Lieblings Blau von Duplox oder wie die Firma heißt, kann ich hiermit nur weiterempfehlen, muss ich mal sagen. Ist eigentlich ungünstig, sowas hier in fluoreszierenden Orange zu drucken, wo ich noch nicht mal irgendwelche PLA-Werte habe, um sie da einzutragen bei Cura. Aber dennoch, liebe Leute, hat der mir in mittlerer Druckqualität 0,2er Layer Dinger hier rausgedruckt. Unfassbar. Und ihr ahnt vielleicht, wie kompliziert so ein Legostein ist. Ich müsste mal die Verpackung aufreißen. Ich habe diese Zylinderköpfe in Original, also direkt von Lego gekauft, sage ich mal. Würde ich jetzt gerne mal hier daneben legen, damit ihr mal sehen könnt, den Vergleich, ja. Wie auch immer ich, wie gesagt, diese Stützstrukturen hier zwischen den Kühlrippen da oben rausgebrochen bekomme, das ist, weiß ich nicht. Und ihr seht ja, was für Mickey-Maus-Teile das sind, ne? Richtig Mickey-Maus-mäßig ist der Kolben. Der Kolben hat ja den Kolbenboden. Wie rum druckt Tommy den aus? Ich Idiot, so lang. So rum. Warum habe ich das nicht gespiegelt, wie ich es euch neulich bei Cura erklärt habe und hätte ihn mal so lang ausdrucken können? Dann wäre es ja wohl viel einfacher gewesen, für den Drucker unten mit der flachen Seite anzufangen. Nein, drucke ich ihn so lang und schaut euch das Ergebnis an. Also seht ihr meine Finger hier und ich habe keine großen Finger.
die Löcher dermaßen akkurat. Also unglaublich, Leute. Unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Und das Ganze passt auf ein Zehntel Millimeter in den Zylinderkopf. Ja, also Tommy kommt aus dem Staunen nicht raus. Ich muss jetzt nur zusehen, dass ich achtmal diese Köpfe, achtmal hier die Dinger rausgebrochen bekomme. Ne? Aber im Grunde genommen, also mich sprachlos zu kriegen, ist eigentlich unmöglich. Aber hier, Leute, bin ich's. Also unfucking fassbar. 3D-Drucken, Leute, macht einen Heidenspaß. Echt. So, liebe Leute, noch irgendwelche Fragen? Hier könnt ihr erkennen, wie anspruchsvoll nur ein so ein Baustein ist. Es war jetzt sehr schwierig für mich, diese Stützstrukturen, hier sind sie noch teilweise ein bisschen einmal so wegklacken. Aber muss ich noch irgendwas sagen, Leute? Also man baut tagelang, vielleicht manch einer wochenlang, keine Ahnung, baut man sich was zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass hinterher es auch so funktioniert, wie man sich das erträumt, ist nicht immer gegeben. Ne? Bei mir hat es sofort und auf Anhieb hingehauen. Ich habe jetzt mit Absicht Lego, also Leute, Lego hin oder her, ich weiß ja nicht, ob ich diesen Namen überhaupt sagen darf, aber diese Teile sind vom Druck dermaßen anspruchsvoll, dass ich mit Absicht mir sozusagen das Schwierigste da rausgesucht habe. Und muss ich irgendwas dazu jetzt eigentlich hier noch sagen? Schaut es euch an. Und das mit dem Filament, was eigentlich völlig ungeeignet ist dafür, ich weiß es nicht. Und in 0,2er Layer. Noch nicht mal in der feinen Qualität, aber schaut euch die Bohrungen an. Schaut euch diese Nippel hier oben an. Schaut euch die Kühlrippen an. Also muss ich noch irgendwas sagen dazu. Wendet jetzt in meinem Lieblingsblau von Pulox übrigens ist das. Gedruckt hätte, werdet noch feiner. Ich weiß es aus Erfahrung. Von meinem Acryl Arnet A8, ne? Aber der PK8 Rahmen hat's gebracht für mich. Also ich sage jetzt nicht, dass der jetzt besser druckt. Kann ich nicht sagen, aber er hat den Test bestanden. Darum geht's mir. Ja, mein Arnet A8 Acrylrahmen mit meiner Einbrettmethode und allen Verbesserungen hat super top Druckergebnisse geliefert. Einfach wie ein Arbeitstier. Was mir wichtig ist, wenn ich was Neues baue, dass ich mich drauf verlassen muss, drauf verlassen können muss, dass das genauso eine Arbeitsmaschine ist. Und diesen Test, liebe Leute, hat er mit Bravour bestanden. So, das ist ein schnelles sonntagtägliches Video hier. Tommy war dran, German RC Creations. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Tommy, German RC Creations.